C'est la leçon 118 aujourd'hui. Je te souhaite la bienvenue. Imagine tu rencontres quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps. Tu l'aimes bien. Tu lui dis "Oh bonjour. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Wirklich es macht lange Zeit. Dass man sich ist nicht gesehen. Il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ah oh, bonjour, il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et der andere sagt Oui, oui, ça doit faire trois euh, ou quatre ans. Wörtlich, es muss machen drei oder vier Jahre. Also, es müssen drei oder vier Jahre her sein. Ça doit faire trois ou quatre ans. Qu'est-ce que tu deviens Was machst du? Was, was machst du? Dieses "Qu'est-ce que tu deviens?" sage ich immer lieber als "Qu'est-ce que tu fais?", weil dieses "Qu'est-ce que tu fais?" eine komische Eigenschaft hat. Es scheint zu bedeuten, dass die Frage nur den Beruf der Person betrifft. Das heißt, was das, die Frage bedeutet eigentlich: Was machst du beruflich? Obwohl das Wort beruflich, in dem Fall, das wäre professionell, nur implizit ist. Also, qu'est-ce que tu fais, würde ich nicht fragen. Das ist ein bisschen wie, äh, wie viel verdienst du? Oder bist du jetzt äh, über mich oder unter mich? So. Deshalb, es ist besser, qu'est-ce que tu deviens, was wird aus dir? Das ist freundlicher, höflicher. Qu'est-ce que tu deviens une per bin ich, Qu'est-ce que vous devenez? Normalement, Encore une fois. Oh, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oui, ça doit faire trois euh, ou quatre ans. Qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que vous devenez? Und jetzt einige Antworten. Aber bevor ich loslege, ich bin Jean, der Jean-Philippe Devis. Ich freue mich sehr, wenn du meinen Kanal abonnierst. Abonniere meinen Kanal bitte. Abonne-toi à ma chaîne YouTube. Äh, das würde mich sehr freuen. Mich freuen würde auch, äh, wenn du dein, wenn du die Videos teilst, wenn du die Videos kommentierst. Ähm, ja und äh, Abonnieren ist gut, wenn du nichts verpassen möchtest. Ich versuche im Moment regelmäßig alle vier Tage zu äh, posten und da gibt es viele Möglichkeiten, etwas zu verpassen, wenn man nicht abonniert hat. Also so, abonniert. Gut. Link wir los. Also, ne? Oh, il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oui, ça doit faire trois ou quatre ans. Qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que vous devenez? Also, hm. Mm, mm, Je me suis marié. Ich habe geheiratet. Man merkt, wir Franzosen heiraten uns selber, weil je me suis marié heißt, ich mich bin geheiratet. ist einfach so. Ne? Se marier heiraten ist auf Deutsch nicht rückbezüglich, nicht pronominal und bei den Franzosen ist es pronominal. Se marier. Also, je me suis marié. Oder? J'ai divorcé, ich habe mich scheiden lassen und da ist es umgekehrt. Im deutschen ich habe mich scheiden lassen und wir sagen ich habe geschieden. J'ai divorcé. Ich habe wieder geheiratet. Je me suis remarié. Wenn du Skat spielst, denkst du aha, re, also RE, ne, das ist wieder eigentlich. Also je me suis remarié, ich habe wieder geheiratet. Hm, hm. Ich bin umgezogen. J'ai déménagé. Auch eine Bemerkung. Déménagé ist offensichtlich ein Bewegungsverb. Müsste also, wenn französisch reich, äh, rein logisch wäre, müsste man sagen, je suis déménagé. Es ist nicht so. Man sagt, ich habe umgezogen. J'ai déménagé. Hm j'ai créé une entreprise ich habe gegründet ich habe kreiert ich habe erschaffen ich habe gegründet ein unternehmen also ich habe ein unternehmen gegründet j'ai créé une entreprise hm. ich bin in rente gegangen j'ai pris ma retraite ich habe genommen ich habe genommen meine rente so sagen wir es j'ai pris ma retraite hm. j'ai publié un livre ich habe Veröffentlicht ein Buch. Ich habe ein Buch veröffentlicht. J'ai publié un Livre. Das könnte von mir kommen. Ähm, j'ai eu un fils oder j'ai eu une fille. Wir Franzosen haben Kinder gehabt, wenn wir welche gehabt haben, also bekommen haben. Denn ich kann nicht den deutschen Satz, ich habe einen Sohn bekommen. Wörtlich übersetzen, denn wenn ich sage, wenn ich wörtlich übersetze, ich habe einen Sohn bekommen, j'ai reçu un fils, dann wäre es per post, dann hätte ich ihn per post bekommen, was er noch nicht, wir sind noch nicht so weit. J'ai eu un fils, also wirklich ich habe gehabt einen Sohn, oder wenn es eine Tochter gewesen wäre, j'ai eu une fille. Ich bin krank gewesen, da sagen wir, ich habe gewesen krank, j'ai été krank. Malade. Ich habe gewesen. J'ai été. Ich habe gewesen, statt ich bin gewesen. J'ai été malade. Ich habe ein, ein Haus gebaut. J'ai construit une maison. Das ist in beiden Sprachen äh, nicht wahr, denn ich habe das Haus nicht gebaut. Ich habe wahrscheinlich, ich habe in der Regen bauen lassen, aber lassen wir so. J'ai construit une maison. Oder J'ai pris une année sabbatique. Ich habe genommen ein Jahr sabbatical, sabbatisch. Also, ich habe ein Sabbatjahr genommen. J'ai pris, sab... kann, pris une année sabbatique. <laughs> ich kann es nicht. J'ai pris une année sabbatique. Haha, ich habe es bekommen. Assez pour aujourd'hui, genug für heute. À la prochaine fois, bis zum nächsten Mal. Merci de ton attention. Si tu as des questions, n'hésite pas. J'aime les questions. À la prochaine fois. Au revoir.